Wenche Myhre, geboren am 15. Februar 1947 in Oslo, Kjelsås, ist eine norwegische Popsängerin, Entertainerin und Schauspielerin. Berühmt wurde sie in den 1960er Jahren mit Liedern, die in vielen verschiedenen Sprachen wie Norwegisch, Deutsch, Schwedisch, Dänisch und Englisch aufgeführt wurden. Myhre hat ein Leben voller Tragödien, Höhen und Tiefen in Liebe und Ehe, voller Ziele, Freuden und Sorgen hinter sich. Wenche Myhre begann seine musikalische Karriere bereits in sehr jungen Jahren. 1965 gewann sie das internationale Schlagerfestival der Ostsee in Rostock und belegte mit dem Lied "Don't Talk About It" den zweiten Platz beim berühmten Schlagerfestival in Baden-Baden. Ihre Karriere wuchs weiter, als sie 1966 mit ihrem Hit "Bite Every Apple" das deutsche Schlagerfestival gewann. Dies war ein wichtiger Durchbruch, der ihr half, ein Star auf dem deutschen Musikmarkt zu werden. Im selben Jahr erschien ihr erstes deutsches Album mit dem Titel "Wenche Myhre". In den späten 1960er Jahren wurde Wenche Myhre zu einem der Topstars und Teenager-Idole in Deutschland. Zwischen 1966 und 1969 gewann sie 5 Bravo Ottos. Myhre ist regelmäßiger Gast in Musikshows im deutschen Fernsehen und tritt mit berühmten Künstlern wie Peter Alexander und Udo Jürgens auf. 1968 nahm sie mit dem Lied "Ein Hoch der Liebe" am Eurovision Song Contest teil und belegte den 6. Platz. Obwohl Wenche Myhres Karriere sehr erfolgreich war, war ihr Privatleben voller Tragödien und Traurigkeit. Sie war 2-mal verheiratet und beide Ehen wurden geschieden. Ihre erste Ehe mit Torben Friis Møller, einem dänischen Fernsehproduzenten, endete nach vielen Jahren Ehe. Sie gab zu, dass Unterschiede im Lebensstil und beruflicher Druck zur Trennung geführt hätten. Auch ihre zweite Ehe mit ihrem deutschen Ehemann Michael Pflegkar hielt nicht. Pflegkar ist Fernsehregisseur und Produzent, doch ihre Beziehung ist von Geschäftigkeit und persönlichen Schwierigkeiten geprägt. Das Scheitern dieser zweiten Ehe verursachte bei Wenche Myhre große Schmerzen und ein Gefühl der Einsamkeit. Trotz vieler Schwierigkeiten in seinem Privatleben hat Wenche Myhre in seiner Karriere immer klare Ziele. Sie möchte dem Publikum durch Musik und Schauspiel Freude und Unterhaltung bieten. Im Laufe ihrer Karriere nahm sie viele berühmte Lieder auf und spielte sie, nahm an zahlreichen Fernsehshows teil und trat auf großen Bühnen auf. 1970 spielte sie in ihrem einzigen Spielfilm "Unsere Pauker explodieren" mit und 1974 hatte sie mit "Das ist meine Welt" ihre erste TV-Show im ZDF. Wenche Myhre hat wiederholt zugegeben, dass die Familie ein wichtiger Teil ihres Lebens ist. Sie hat 3 Kinder aus 2 Ehen und versucht immer, eine gute Mutter zu sein. Allerdings gibt sie auch zu, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine große Herausforderung darstellt. Die arbeitsreichen Jahre ihrer Karriere führten dazu, dass sie viele wertvolle Momente mit ihren Kindern und ihrer Familie verpasste. Sie erzählte einmal, dass ihre größte Trauer darin bestehe, nicht mehr Zeit mit ihrer Familie und ihren Lieben verbringen zu können. Trotz vieler Widrigkeiten und Tragödien gab Wenche Myhre seine Leidenschaft für Musik und Kunst nie auf. Sie tritt weiterhin auf und macht Aufnahmen, um Millionen von Fans Freude zu bereiten. Myhre beteiligt sich auch an zahlreichen Wohltätigkeits- und Sozialaktivitäten und trägt so dazu bei, benachteiligten Menschen zu helfen. Wenche Myhre gestand einmal, dass ihre Beziehung zu ihrem Ex-Mann Michael Pflegkar eine ihrer tiefsten und schmerzhaftesten Lieben sei. Obwohl sie geschieden sind, behält sie immer noch schöne Erinnerungen an die Zeit, die sie zusammen verbracht haben. Sie erzählte einmal,
dass Pfleka ein talentierter Mann sei und großen Einfluss auf ihre Karriere gehabt habe. Der Druck durch Arbeit und Privatleben machte es ihnen jedoch unmöglich, für längere Zeit zusammen zu sein. Myhre war nach dem Ende der Beziehung mit großem Schmerz und Einsamkeit konfrontiert, bewahrte aber dennoch tiefen Respekt und Dankbarkeit für Pfleka. Wengsche Myhre ist nicht nur in Deutschland erfolgreich, sondern auch in vielen anderen Ländern wie Norwegen, Schweden und Dänemark. Sie hat viele Alben und Singles in verschiedenen Sprachen veröffentlicht und damit ein internationales Publikum erreicht. Ihre Vielfalt an Sprachen und Musikstilen hat ihr geholfen, in vielen Ländern zu einer musikalischen Ikone zu werden. Wengsche Myhres Leben war eine Reise voller Tragödien und Herausforderungen, aber auch voller Freude und Erfolge. Sie überwand viele Schwierigkeiten in ihrem Privatleben, um in ihrer Musik- und Unterhaltungskarriere große Erfolge zu erzielen. Wengsche Myhre ist ein Beweis für Stärke und Ausdauer und ihre Geschichte wird weiterhin viele Menschen auf der ganzen Welt inspirieren. Nach den Höhepunkten seiner Karriere behält Wengsche Myhre weiterhin seine Leidenschaft und Begeisterung für Musik bei. Sie nimmt immer noch an Auftritten, Fernsehshows und Aufnahmen teil. Allerdings war ihr Leben nicht immer einfach. Wengsche stand vor vielen Herausforderungen, darunter gesundheitliche Probleme und Schwierigkeiten in seinem Privatleben. In den letzten Jahren hatte Wengsche Myhre viele schwere gesundheitliche Probleme. Bei ihr wurde Brustkrebs diagnostiziert und sie musste sich einer langen und ergibt sich ein Muster. Ja, ich hätte auch so die übergreifenden Kompetenzen an erste Stelle gestellt, wie man das hier in der Grafik sieht. Ich denke, Aktivität heißt heute die Integration von verschiedenen Lernsituationen, was natürlich auch große Herausforderungen für Schulen schafft, ne? Das heißt, dass eben Lehrkräfte aus verschiedenen Fachrichtungen wirklich intensiv an der Entwicklung solcher, Umsetzung solcher Konzepte arbeiten müssen. So projektbasiertes Lernen, heute vielleicht noch eher Einzelfall, wird, glaube ich, die Hauptform des Lernens irgendwo dann werden. Ne? Teamarbeit, ne? Teamarbeit unter den Lernenden, Teamarbeit unter den Kollegen. Ne? Das sehen wir auch heute schon in Ländern, wo einen größeren Grad an professioneller Autonomie und gleichzeitig viel Teamarbeit in den Schulen gibt. Da ist die Zufriedenheit der Lehrkräfte mit dem Lehrberuf dann auch deutlich am größten. Die Betonung der Lernatmosphäre hier, glaube ich, auch, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ne? Wie gesagt, in der Schule können Sie das noch relativ gut kontrollieren. Ne? Da können Sie im Grunde auch durch Disziplinarmaßnahmen irgendwo Einfluss nehmen. Sobald die Schüler zu Hause sind, haben sie keine direkte Kontrolle. Und da hängt alles irgendwo von Atmosphäre ab. Ne? Kann ich die Schüler für meine Arbeit begeistern? Kann ich den Schülern im Grunde vermitteln, dass das, was sie heute machen, wichtig für morgen ist? Ne? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Selbstwirksamkeit wird dir sehr betont. Na, auch das, glaube ich, die Voraussetzung. Ansonsten werde ich schwierige Aufgaben gar nicht anpacken. Das ist eben der Unterschied. Im Unterricht kann ich schnell mal nachfragen. Zu Hause muss ich selber Schwierigkeiten überwinden. Und das hängt halt von Faktoren wie Selbstwirksamkeit ab. Also ich glaube, diese Themen, die hier aufgegriffen werden. Wundert Sie ein bisschen das eigentlich eher schwache Voting für das fachliche Lernen, was wir eigentlich speziell in Deutschland immer sehr hoch halten, also gerade auch in Solitärfächern? Ja, ich glaube, dieses fachliche Lernen wird mehr zum Kontext als zum Inhalt werden. Natürlich ist das fachliche Lernen wichtig, aber ich glaube, man wird weniger im Grunde Stoff vermitteln und mehr im Grunde, ich glaube, es geht wirklich darum, weniger Stoff in größerer Tiefe zu vermitteln. Und ich glaube, das fachliche Lernen wird sich dementsprechend entwickeln. Also ich glaube, das sieht man auch so spannend an.